Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu meinem Video Nummer 23 zum Thema EVE Online und in EVE Online. Ich freue mich, dass ihr da wieder alle so zahlreich zuschaut und fange direkt an mit Sprachfindungsstörung heute. Super, oder? Ja, gestern gab es kein Video. Auch ich brauchte mal ein bisschen Wochenende. Und ja, wir haben heute Montag, gestern war entsprechend Sonntag. Also seht's mir bitte nach. Aber heute geht es um den Bereich Skills und PvE-Orientierung und welche Skills braucht man eigentlich. Als ich das Video gemacht habe zu dem Thema Erkundung und Skills, war das noch relativ simpel. Warum? Weil diese Skills relativ allgemeingültig sind für die einzelnen Fraktionen. Wenn wir aber über Waffen und Protection, also Tank-Schutz, sprechen für die Schiffe, dann kommen wir nun an einen Punkt, da wird es schon ein bisschen diffiziler und ein bisschen mehr in die Tiefe. Es gibt Nummer 4 unterschiedlich große Fraktionen, denen ihr angehören könnt. Und jede Fraktion hat da so die eigene Herangehensweise an die Geschichte mit den Waffen und mit dem Tanken. Und mit dem, was die einzelnen Fraktionen sinngemäß bzw. auch sinnvoll einsetzen können. Da haben wir starten mit dem Minmantar, einmal die Minmantar Republic. Hier steht jetzt, wenn man draufklickt, dass die Projektilgeschütztürme bevorzugen und das Gleichgewicht zwischen Panzerungsschilden und Geschwindigkeit halten. Und dann haben wir hier eine ganze Menge Symbole. Diese Symbole sind wichtig, denn daran kann man sich schon mal orientieren, was für Schiffe kommen auf euch zu. Da haben wir einmal Schiffe, die Projektilgeschütztürme verwenden. Man könnte auch einfach sagen, Maschinengewehre, also Schnellfeuerwaffen mit Projektilen, oder aber Artillerie. Das sind also etwas, ja, Waffen, die etwas weiter reichen und etwas langsamer feuern, aber dafür umso mehr Bums haben. So kann man es vereinfacht ausdrücken. Die Minmantar setzen drauf, dass einige Schiffe auf Shield, einige Schiffe auf Armor, also auf Panzerung getankt werden. Und dann gibt es Schiffe, da kann man beides tanken. Man sollte sich aber, und das sage ich ganz klar dabei, für eins entscheiden. Also wenn wir ein Schiff haben, wo steht, kann Panzerung oder Schild verwenden, um zu tanken, dann muss man sich für eins entscheiden. Das alles andere verliert zu viele Slots in dem Equipment nachher im Fitting. Und ja, nimmt auch Feuerkraft dadurch am Ende. Dann nutzen die Minmantar Zielmarkierung, Unterbrechungssysteme, das den feindlichen Signaturradius erhöht und Feinde somit einfacher zu treffen macht. Und die Stasis Webifire sind eine zusätzliche Spezialität der Minmantar. Was nicht heißt, andere Fraktionen können das nicht einsetzen. Nein, aber da gibt es halt den einen oder anderen Bonus auf den Schiff. Ihr werdet also Schiffe finden, die, wenn wir mal bei den Fregatten anfangen, wie die Rifter, hier auf Projektilgeschütztürme setzt. Das heißt also Maschinengewehre oder Artillerie. Und hier haben wir schon das erste Beispiel dafür. Ich habe es in einem Video schon mal angedeutet. Kann Panzerung oder Schildverteidigung verwenden. Im Gegensatz dazu haben wir im Bereich der Fregatten die... Wo ist sie denn? Nee, die suche ich doch gar nicht. Da, die Breacher, die suche ich. So, da ist die Breacher, die auf Lenkwaffen setzt. Das heißt, hier sprechen wir von Missiles, Raketen, sowas in der Art und Weise. Und diese Fregatte, die Breacher, sollte auf Schild getankt werden. Wenn ihr euch also mit der Minmantar-Fraktion auseinandersetzt oder der Minmantar-Fraktion angehört, dann müsst ihr euch entscheiden, welches Schiff ihr fliegt und entsprechend zunächst eure Skills mal hochziehen. Es macht also bei der Breacher beispielsweise jetzt keinen Sinn, unbedingt auf Projektilgeschütztürme zu skillen, sondern hier macht es wirklich Sinn, dann auf Lenkwaffen zu skillen, wenn ihr diese Breacher fliegen wollt. Wollt ihr eher eine Rifter fliegen, dann macht es durchaus Sinn, auf Projektilgeschütztürme zu skillen. Das sieht man auch sehr schön wieder in dem Meisterschaftsbaum. Auch hier nochmal, könnt ihr euch gut dran entlang hangeln. Allerdings müsst ihr nicht alles skillen. Wenn ihr sagt, gut, ich habe eine Rifter und ich möchte sie auf Schild tanken, dann solltet ihr die Schildverstärkung skillen. Sagt ihr, ich möchte sie eher auf Armor tanken, weil ich die Slots, die Medium-Slots für andere Dinge verwenden möchte. Vielleicht mal kurz zur Information, es ist einfach so, Armor Tank geht immer in den Low-Slot und Shield-Tank gehört immer in den Medium-Slot, die entsprechenden Ausrüstungsteile. Und da müsst ihr euch halt entscheiden, was ihr vielleicht in den Medium-Slots mitnehmen wollt,
und deswegen besser doch auf Armor tankt. Oder ob ihr sagt, nee, ich möchte eher Dinge in den Low-Slot setzen. Dazu kommen wir beim Thema Fitting noch. Und dann deswegen halt entsprechend eher die Medium-Slots freilasse. Das müsst ihr für euch so ein bisschen entscheiden. Hier könnt ihr euch dran entlanghangeln. Ihr seht jetzt zum Beispiel auch, dass hier in der Meisterschaft des Schiffes, nochmal, ich betone das nochmal, nicht zu verwechseln mit der Voraussetzung. Ihr könnt die Meisterschaft auf 5 hochskillen und habt trotzdem das Thema, dass ihr das Schiff im Zweifel nicht fliegen könnt, weil die Voraussetzungen fehlen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ganz wichtig zu verstehen. Und hier seht ihr auf jeden Fall, dass hier zum Beispiel die Lenkwaffen überhaupt nicht vorkommen bei der Rifter. Das heißt also, ihr müsst euch entscheiden, tanke ich auf Armor oder auf Schildverstärkung. Und ansonsten ist hier ganz klar das Thema Projektilgeschütztürme im Skill, in der Skill-Meisterschaft in Anführungsstrichen hinterlegt. Grundsätzlich gilt natürlich weiterhin das, was ich in dem Video über die Skills bei der Erkundung schon gesagt habe, die allgemeine Raumschiffsteuerung immer mitnehmen. Die Radar-Zielerfassung ist auf Dauer auch ein Thema und die Navigation auch auf jeden Fall. Das sind Dinge, die bleiben gleich, ganz egal von welcher Fraktion wir letztendlich sprechen. Schauen wir uns die Breacher nochmal an. Auch hier im Bereich der Meisterschaft. Hier seht ihr jetzt, dass keine Projektilgeschütztürme drin vorkommen in den Skill-Vorschlägen in der Meisterschaft, wenn man das so möchte. Sondern hier gibt es die kleinen Lenkwaffen. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel auch, dass das Armor-Tanking, es gibt zwar die Panzerungsverstärkung, aber das Armor-Tanking als solches, so wie bei der Rifter, hier, das kommt bei der Breacher nicht vor, weil hier ganz klar gesagt ist, die sollte eigentlich auf Shield getankt werden. Ja, das heißt also, wenn wir nochmal schauen, kein Armor, auch nicht auf Meisterschaft 5. Da gibt es die Panzerungsverstärkung, die ist aber allgemeingültig für alle Schiffe, Mechanics und Hull Upgrade, das habe ich schon mal kurz erklärt. Und ansonsten haben wir hier ganz klar das Thema Shield Tanking hinterlegt, weil die Breacher nun mal auf Schilde ausgelegt ist. Und so könnt ihr das bei jedem Schiff machen. Jetzt reicht es natürlich nicht, nur zu sagen, ich skille die Projektilgeschütztürme, zum Beispiel bei der, das habe ich mich auch noch verklickt, zum Beispiel bei der Rifter, sondern man muss da auch nochmal ganz klar unterscheiden, dass je größer die Schiffe werden, desto größer werden auch die Waffen, logischerweise. Das heißt, hier sprechen wir von kleinen Projektilgeschütztürmen. Das gleiche gilt im Übrigen auch noch für die Zerstörer-Klasse. Kleine Lenkwaffen, zum Beispiel bei der Talwar oder bei der Thrasher. Kleine Projektilgeschütztürme, klein. Jetzt schauen wir uns mal im Bereich der Kreuzer um. Da nehmen wir mal die Stabber. Hier seht ihr, auch die geht auf Projektilgeschütztürme, das heißt Artillerie und Maschinengewehre. Ihr braucht natürlich gewisse Voraussetzungen auch wieder dafür. Wenn ihr die habt, dann könnt ihr euch überlegen, hier die mittelgroßen Projektilgeschütztürme zu skillen. Das ist nochmal ein anderes Thema als die kleinen. Gleiches gilt im Übrigen auch noch für den Schlachtkreuzer. Hier seht ihr Projektilgeschütztürme und hier die Cyclone geht auf Lenkwaffen. Auch hier der Unterschied. Das sind keine kleinen Lenkwaffensysteme, das sind mittelgroße Lenkwaffen. Und je größer das Schiff wird, desto mehr werden die Drohnen auch interessant. Bei dem Linmantar ist es tatsächlich so, dass bei anderen Fraktionen, kommen wir gleich zu, die Drohnen nochmal etwas mehr im Fokus stehen als bei den Linmantar. Aber hier seht ihr jetzt auch, dass mittelschwere Drohnen zum Beispiel ein Thema sind, was man früher oder später mit skillen muss. So, das soweit erstmal zu den Linmantar. Damit ihr ungefähr wisst, wie geht ihr beim Skillen vor. Schauen wir uns die Galente Federation an. Galente Federation verlassen sich auf Hybridgeschütztürme, unterstützt von Drohnen, halten das Gleichgewicht zwischen Panzerung und Geschwindigkeit. Bei der Galente Federation gibt es tatsächlich nur Schiffe mit Hybridgeschützen. Die haben auch keine Alternative. Die haben auch, wenn Kampfschiffe, dann Bonus. So, also auf die Hybridgeschütze. Die Galente setzt überwiegend auf Armor Tank. Also da sind die Schilde nicht so interessant. Und setzen halt Drohnen ein und setzen auf Warpstörung. Tackling-System, das gegnerische Schiffe daran hindert, ihren Warp-Antrieb einzusetzen
und die setzen auf die Sensordämpfung, Unterbrechungssystem, das die Zielausschaltungsreichweite und Scanauflösung stört, sodass es schwieriger für Feinde wird, Ziele zu erfassen. Das sind die Galente. So, auch hier kann man natürlich jetzt schauen. Bei den Fregatten gibt es verschiedene Varianten. Ihr kennt zum Beispiel schon die Imicus durch das Video aus dem Bereich der Erkundung. Hier haben wir die Navitas. Das ist eine Unterstützungsfregatte. Das sieht man an dem Symbol da oben. Das hier ist ein Kampfschiff, die Tristan. Das hier ist ein Schiff Tackling, steht auch da. Schiffsrümpfe zum Festhalten von Gegnern, empfohlen, um Feinde an der Flucht zu hindern. Und Angriff. Also dieses Thema Tackling, das geht schon wieder eher in den PvP-Bereich. Dann haben wir hier die Maulus. Die Maulus ist ein Unterbrechungsschiff, auch hier eher schon wieder PvP bezogen. Und dann haben wir hier die Incursus. Die Incursus ist ein Kampfschiff mit Hybridgeschütztürmen, benutzt kleine Waffensysteme und setzt auf Panzerung. Die schauen wir uns mal etwas genauer an. Und auch hier seht ihr wieder nochmal die Eigenschaften, Panzerung als Tank. Und dementsprechend ist auch hier in der Meisterschaft das Armor-Tanking wieder hinterlegt. Die Schildverstärkung, ja, allerdings nur die Schildverstärkung, kein spezielles Skillen auf den Shield-Tank. Was ich eben so ein bisschen vergessen habe bei der Rifter zu erwähnen, das ist im Prinzip nämlich auch bei den Schiffen relativ gleich, die Basiswaffenausrüstung, die kann man auch immer gut mitnehmen. Also auch die gibt es bei jedem Schiff. Die Skills Gunnery, Weapon Upgrades und Advanced Weapon Upgrades. Ihr seht aber jetzt hier, dass zum Beispiel bei der Incursus keine Projektilgeschütztürme geskillt werden und auch keine Lenkwaffen, sondern hier werden kleine Hybridgeschütze geskillt, weil dieses Schiff zu den Galente gehört und die nun mal mit Hybridgeschütztürmen arbeiten. Also auch hier kann man sich gut an der Meisterschaft entlanghangeln. Wie gesagt, ihr müsst nicht alles skillen, zumindest am Anfang nicht, sondern wie gesagt, auch hier arbeitet euch langsam von A nach B. Für mich ist das jetzt hier sowieso schwierig, die anderen Fraktionen zu zeigen, denn die Skill, die Trainingszeiten, die jetzt hier stehen, die stimmen natürlich nicht mit dem überein, was ihr seht, wenn ihr Galenta-Angehöriger seid. Die haben natürlich Basis-Skills schon. Deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich, aber ansonsten hangelt euch entlang. Schafft es auf 1, schafft es auf 2, schafft es auf 3, schafft es auf 4. Nicht unbedingt jeden Skill mitnehmen, sondern wirklich die wichtigen, wie hier zum Beispiel die kleinen Hybridgeschütztürme. Das ist immer eine ganz gute Orientierung. Kaldari State. Kaldari State bevorzugt Lenkwaffen und Hybridgeschütztürme, legen mehr Wert auf Schiffe als auf Geschwindigkeit. Und hier seht ihr einmal die Lenkwaffen, sind hauptsächlich auf Shield Tank, das heißt die meisten und überwiegend die Schiffe werden auf Shield getankt. Dann die Hybridgeschütztürme und die ECM. Unterbrechungssystem, das eine Chance hat, die Zielerfassungssysteme feindlicher Schiffe zu deaktivieren. Auch hier schauen wir uns zunächst die Fregatten an. Da haben wir die Bantam. Die Bantam ist eine Unterstützungsfregatte. Wir haben die Condor. Die Condor ist eine, eher wieder für PvP ausgelegt, mit Tackling drin. Dann haben wir hier die Griffin. Ist auch wieder auf Unterbrechung. Tankt auf Schilde. Das ist die Heron, die Erkundungsfregatte. Und hier haben wir die Merlin. Die Merlin ist eine Kampffregatte und im Endeffekt das Gegenstück zu den anderen beiden Schiffen, die wir uns schon angeschaut haben. Nochmal, tankt auf Shield. Das werdet ihr überwiegend bei den Kaldari finden. Und in diesem Fall müsstet ihr nicht Lenkwaffen skillen, sondern hier wieder die kleinen Hybridgeschütztürme. Und was ich eben schon sagte, die Basiswaffenausrüstung, Gunnery, Weapon Upgrade, Advanced Weapon Upgrade. Die Panzerungsverstärkung hier wieder allgemeingültig, aber wie schon gesagt, die Merlin setzt auf Shield Tank. Und zu guter Letzt die Amar. Die Amar meistern Gefechte mit Energiegeschütztürmen, unterstützt von Drohnen, legen mehr Wert auf Panzerung als auf Geschwindigkeit. Energiegeschütztürme hatten wir bislang noch gar nicht. Laser auf gut Deutsch. So, die gab es weder bei den Minmanta, noch bei den Galente, noch bei den Kaldari. Die sind neu und dementsprechend müsst ihr, wenn ihr Schiffe dieser Fraktion fliegen sollt, auch wenn ihr nicht aus dieser Fraktion seid,
dann müsst ihr hier Energiegeschütztürme in der Meisterschaft suchen und entsprechend skillen. Die Kaldari setzen vorwiegend auf Panzerung, auf Tank auf Panzerung, setzen Drohnen mit ein und nutzen Energiedestabilisierung. Unterbrechungssystem, das feindliche Energiespeicher entweder abzapft oder neutralisiert und somit dafür sorgt, dass aktive Module abgeschaltet werden. Das heißt, die Schiffe werden geschwächt, dadurch, dass keine Energiezufuhr mehr da ist. Denn wenn man jetzt überlegt, ihr habt es in den Videos vorher schon gesehen, ein Shield-Booster, damit ihr das Schild wieder aufbaut, braucht Energie. Ist der Energiespeicher leer, gibt es auch keinen Shield-Booster mehr. So einfach ist das. Waffenstörung, Unterbrechungssysteme, die die Leistung gegnerischer Geschütztürme verringern. Auch hier werfen wir zunächst einen Blick auf die Fregatten. Da haben wir die Crucifer. Unterbrechungsschiff. Die Magnate. Kennt ihr schon? Die Executioner. Tackling. Auch wieder eher im PvP angesiedelt. Die Inquisitor. Ist eine Unterstützungsfregatte. Die Tormentor ist Kampf, getankt auf Panzerung und nutzt kleine Waffensysteme und ist somit das Gegenstück zu den anderen drei Schiffen, die wir schon gesehen haben. So, auch hier schauen wir einmal ganz kurz rein. Basiswaffenausrüstung ist wieder mit drin und ihr habt es gesehen, hier auf Panzerung getankt, dementsprechend Armor Tanking als Skill in der Meisterschaft mit drin und daran sollte man sich auch entlang hangeln. Dann haben wir diesmal kleine Energiegeschütztürme. Das heißt, je nachdem, welches Schiff ihr fliegt, und in diesem Fall ist es nun mal ein Schiff, das den Bonus auf die Energiegeschütztürme hat, kann man hier auch nochmal sehen, braucht ihr auch die Skills für dieses Schiff. Jetzt ist die Frage, oder natürlich kann ich Lenkwaffen auf die Tormentor bauen? Ja, natürlich kann man das, macht aber eigentlich keinen Sinn, weil die Energiegeschütztürme nun mal den Bonus haben. Wenn wir von PvE-Orientierung reden, gerade in den ersten Tagen bzw. in den ersten Wochen, dann sieht das wahrscheinlich so aus, dass ihr anfangt mit Agentenmissionen. Vielleicht hier und da mal eine Kombizeit anfliegt. Ihr werdet euch wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen im Highsec bewegen. Es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn wir von PvE in EVE reden. Zum einen nochmal, wisst ihr, so wirklich PvE oder nur PvE, ist in EVE ein bisschen schwierig. Highsec, ja, schon. Nur, das ist so ein bisschen, auf der einen Seite sind natürlich gerade erfahrene EVE-Spieler immer so, die sagen, ja komm, auf der einen Seite komm raus, komm in Lowsec, komm in Nullsec, da ist das wahre EVE. Das ist erstmal auch richtig. Das stimmt natürlich so. Auf der anderen Seite ist aber halt auch so, dass man sich, wie soll ich sagen, man erschreckt sich schon, wenn das erste Mal das Schiff kaputt geht. Ganz egal, ob es im Bereich des PvEs ist, weil man sich einfach mit einer Kombizeit übernommen hat. Und auch da gibt es Schiffe, die euch festhalten mit Unterbrechung und Stasis, Webifiern und so weiter, die euch nicht weglassen. Und da kann es also durchaus sein, dass ihr ganz schnell dann auch mal ein Schiff verliert oder halt das erste Mal irgendwo im Low- oder Null-Sec unterwegs seid und plötzlich kommt ein anderes Schiff, ihr habt es nicht gesehen, ihr habt da auch nicht mit gerechnet und dann ist das eigene Schiff kaputt. Das erschreckt einen das erste Mal. Also bei mir war es damals, ich habe mich echt erschrocken. Und ich habe Weltrating gemacht, kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Ich glaube, es war mein erster Zerstörer damals und habe die Piraten im Belt abgeschossen, so für mich auch gegoogelt, so was kann ich machen. Und habe das gemacht und bin dann, weil mir die Piraten in dem Highsec, das war mir einfach nicht genug, also bin ich in 04-Bereich geflogen. Und ja, es war wirklich so, erste Mal raus aus dem 05er-Bereich, beziehungsweise aus dem Highsec rein in Lowsec 04 und erste Mal raus und keine Viertelstunde später war mein Schiff dahin. Ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, es zu ersetzen. Trotzdem hat es mich erschrocken und es war ein bisschen ärgerlich in dem Moment. War auch ein Grund, warum ich EVE erstmal, ich glaube, 8 Wochen nicht mehr angeguckt habe. Ja, war wirklich so. Da muss man einfach mit rechnen. Nichtsdestotrotz ist es ja bei euch einfach so, wenn ihr komplett neu in EVE seid oder nach Jahren wieder zurückgekommen seid, ihr müsst ja irgendwo anfangen. Und es ist tatsächlich so, dass man im ersten Moment halt die klassischen Dinge, die ich eben in dem Video, beziehungsweise in dem letzten Video, vorgestern war es, erklärt habe, eben sage ich schon, ist auch gut, ne? 2 Tage her, die ich in dem letzten Video erklärt habe, dass man ja irgendwo anfangen muss. Okay, wir gehen einfach mal davon aus, ihr macht ein bisschen Agentmission und
Weltrating und fliegt so in die Combat Size rein im Highsec, um euch erstmal zurechtzufinden, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Früher oder später muss man raus aus dem Highsec, sonst macht Eve tatsächlich auf Dauer keinen Spaß. Aber da gibt es zwei Dinge zu berücksichtigen, nämlich zum einen, dass wenn ihr wirklich mal anfangt mit, ich habe ja gesagt, es gibt so Combat Sites, da sollte man wirklich mal einen Kumpel mitbringen, dann ist ja die Idee nicht nur, dass alle in ein Schiff steigen, das ordentlich Bums macht, sondern ihr habt ja jetzt hier in den verschiedenen Fraktionen auch schon gesehen, dass es durchaus auch Unterstützungsschiffe gibt, egal ob Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer, wie auch immer, und die nachher auch dafür da sind, um die kämpfenden Schiffe, also ich sag jetzt mal die Damage-Dealer oder die Tanks, wenn man das mit anderen MMOs vergleichen möchte, zu unterstützen. Ihr habt ja schon das Wort gehört, Schildfernbooster. Das heißt also tatsächlich die Variante, dass ein Schiff kämpft und das andere Schiff, vielleicht ein etwas kleineres Schiff, daneben steht und dem seine Schilde wieder hochboostet. Ist so, da, das ist der Sinn dahinter. Ja, auch solche Schiffe könnt ihr mit der Zeit fliegen und müsst entsprechend dann auch anfangen, euch mit den Skills zu befassen, was das Thema angeht. Ja, hier zum Beispiel ist ja die bei dem Inventar die Burst, die wir ja auch als Schiff sogar haben. Da sehen die Skills halt nochmal ein bisschen anders aus. Ja, da haben wir hier die Remote Shield Booster mit drin, die im Normalfall bei den anderen Schiffen gar nicht mit drin waren. Und ihr seht ja auch, hier sind eigentlich keine Waffenskills mit drin. Das heißt nicht, man kann auf eine Burst keine Waffen draufbauen. Natürlich kann man. Die Burst hat nur auf Waffen einfach keinen Bonus, sondern ist eine Unterstützungsfregatte. Und das ist einfach das Prinzip, was man bei ihr verstehen muss. Dass man sich an der Meisterschaft entlang hangeln kann. Ich möchte es nochmal betonen. Nicht alles Skill. Skill das, was ihr braucht am Anfang. Mit der Zeit kommen die anderen Skills von ganz alleine. Weil irgendwann werdet ihr, wenn es nachher ein Kreuzer ist, dann gibt es bei Panzerung und Schild letztendlich keinen Unterschied mehr. Was das Thema angeht, Armor und Schild groß oder klein. Anders als bei den Waffensystemen. Es gibt ja kleine, mittelgroße, große und dann die Capital-Waffen für die ganz, ganz großen Schiffe. Die müsst ihr einzeln skillen. Bei Armor und Shield ist es egal. Ihr müsst einfach nur Armor oder Shield, beziehungsweise später vielleicht dann beides skillen. Nur am Anfang legt euch auf ein Schiff fest und fliegt einfach los und nehmt die Skills mit, die ihr für das Schiff entsprechend braucht. Nur wenn es später in die Tiefe geht, Low, Null Sec, wenn es in die Combat Sites geht, in PvE oder in die Wurmlöcher, wo wirklich, da sind Gegner. Das sind keine Opfer. Also im Highsec habt ihr mit Sicherheit gut am Anfang so ein bisschen, wenn ihr mit einer Fregatte und den Skills noch nicht so gut, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber das kriegt man relativ schnell raus. Aber wenn ihr nachher wirklich in die Niedriggebiete fliegt, dann kann ich euch ganz klar sagen, da sind Gegner und da braucht es also wirklich vernünftig Schaden, da braucht es vernünftig Logistik, da braucht es vernünftig von allem. Und da kann man sich natürlich nachher entscheiden, was man fliegen möchte und ob man wirklich der ist, der kämpft oder der unterstützt. Und so weiter. Die Skills müsst ihr entsprechend dann aber auch mitnehmen. Und mit der Zeit kommen dann, wenn ihr in andere Schiffe umsteigt, auch die anderen Skills dazu, wie zum Beispiel, wenn ihr euch vorwiegend am Anfang jetzt auf Shield Tank konzentriert, später auch der Armor Tank. Dann möchte ich euch noch einen Skill zeigen, wenn ihr im Mission Running unterwegs seid. Der ist ganz sinnvoll, beziehungsweise zwei. Da haben wir nämlich unter dem Bereich Sozial Skills, die auch nicht ganz unwichtig sind. Nämlich einmal der Skill Social selbst. Der sollte nämlich, der ist im Moment hier bei dem Charakter noch auf 0, der sollte mal auf 1 gebracht werden, damit ihr den Film Negotiation oder Negotiation skillen könnt. Denn dieser Skill bringt euch, wenn ihr Agentenmissionen annehmt, immer 5% pro Skillstufe mehr Bezahlung als ohne den Skill. Das heißt also, wenn ihr euch mit Mission Running befasst, ihr fliegt also zum Agenten, der Agent sagt, flieg dahin, kill die Schiffe, komm zurück und sag mir Bescheid, dann ist dieser Skill durchaus sinnvoll, noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ansonsten, Diplomacy, das erkläre ich später, das ist alles schon zu weit in die Tiefe. Nur, dass ihr wisst, diesen Skill gibt es. Und wenn ihr euch mit Mission Running oder auch mit Combat Sites befasst, dann kann es durchaus sinnvoll sein, unter dem Bereich, wo ist es denn hier, Bergung. Ressourcenverarbeitung, hier Ressourcenabbau, Bergung. Da kann es also durchaus sinnvoll sein, diesen Skill Savaging, der ist schon auf 3 von Haus aus, den auf 4 oder 5 zu bringen. Wenn ihr erstmal auf 4 habt, ist erstmal völlig in Ordnung, denn ich habe ja in dem anderen Video schon erklärt, die Probe hat zwar den Bonus auf Savaging, auf Bergung, man kann aber Bergungsmodule, den Savager, auch grundsätzlich auf jedes andere Schiff draufbauen.
Und da kann es durchaus sinnvoll sein, den Skill mitzunehmen, erst die Schiffe abzuschießen und dann mit einem Savager die Wracks auch noch mitzunehmen. Das heißt also einmal das Kopfgeld, dann den Loot und dann die Schiffwracks noch staubsaugen, also einmal durchleuchten, was sonst noch an Materialien drin ist. Da kommt auch für einen Anfänger ganz am Anfang stehend schon einiges an ISK noch bei rum. Soweit zu dem Thema Skills im PvE. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Gut, das soweit dazu, liebe Leute. Damit bin ich vorerst mal wieder am Ende dieses Videos. Im nächsten Video kümmern wir uns ein bisschen um Fitting. Und was ist eine vernünftige T1-Fregatte und ein vernünftiger T1-Zerstörer? Das sind so die ersten beiden Schiffsklassen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Abschließend möchte ich noch sagen, wenn wir über das Thema Skills reden und ihr wollt Schiffe einer anderen Fraktion fliegen, so wie ich jetzt von der Minmanta dann ein Schiff der Galente oder der Galdari oder der Amar fliegen möchte, dann ist es halt so, dass die Skills auch noch oben drauf kommen. Nämlich überhaupt erstmal die Voraussetzung, das Schiff fliegen zu können. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Schiff der Galdari fliegen möchte, dann gucke ich mir mal so einen Zerstörer hier an. Ja. Nehmen wir mal die Komorant. Und dann seht ihr hier, dafür muss ich erstmal ein bisschen skillen. Ne? Das geht relativ zügig, das ist jetzt nicht die ewige Skillzeit mit 10 Stunden. Aber dafür muss ich halt erst nochmal ein bisschen skillen, damit ich die Schiffe fliegen kann. Doch je höher wir kommen in den Schiffsklassen, desto mehr muss ich auch skillen, damit ich die Schiffe fliegen kann. Es ist letztendlich, wie gesagt, nicht so viel Zeit, aber das solltet ihr berücksichtigen, dass ihr diese Voraussetzungen, um das Schiff fliegen zu können, auch noch skillen müsst. Zuzüglich zu den Waffensystemen, die die Schiffe nutzen. In diesem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch viel Erfolg beim Skillen, beim Zuschauen, wie euer Charakter stärker wird, vielleicht bei der Erstellung eines zweiten Charakters, weil ihr merkt, okay, das geht so nicht, ich kann mit einem Charakter nicht alles machen auf Dauer. Kann man schon, wie gesagt, da muss man aber harte Euros investieren oder in-game ISK, auch damit kann man seinen Charakter voranbringen, natürlich, das geht. Und hoffe, nochmal, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen an dieser Stelle. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Video, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen und fly safe!